Ja, ich grüße euch und ganz herzlich willkommen, liebe Filmfreunde, Filmsammler und natürlich auch Filmfreaks. Ja, endlich, endlich, endlich ist es soweit. Der Filmpate meldet sich seit nunmehr über einem halben Jahr der Pause hier auf YouTube mit einem großen Update für euch zurück. Es hat leider seine Gründe gehabt, warum ich eine längere Pause in Anführungsstrichen in Anspruch genommen habe oder musste, denn es ist einiges in meinem privaten Leben passiert. Von ganz unschönen Dingen, die mich leider auch bis heute noch begleiten, ist auch etwas ganz Wunderbares passiert, wo ich euch gerne teilhaben lassen möchte und euch auch nicht vorenthalten will. Und zwar ist das dies: Ich bin am 16.09. Vater eines gesunden, wunderschönen, tollen Jungen geworden, worüber ich mich natürlich sehr, sehr freue und auch überglücklich darüber bin. Und was das ganze Negative angeht, was mich leider bis heute noch begleitet. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwann ein Ende findet, dass ich darauf nicht eingehen werde. Ich denke mal, da habt ihr auch großes Verständnis für, denn meiner Meinung nach gehört das hier auch auf YouTube nicht. Und vor allen Dingen meine Einstellung ist diese: Ich möchte euch hier mit positiven Dingen unterhalten und nicht meine Lebensgeschichte aus den letzten Monaten hier erzählen. Vor allen Dingen ist es ja nur was Negatives, unschöne Dinge. Und ich denke mal, das hat hier auf YouTube auch nichts verloren. Aber ich gehe mal davon aus, dass jeder einzelne von euch da auch Verständnis zeigen wird. Wo ich auch hoffe, dass ihr da Verständnis zeigt, ist dieses: Ich habe mich jetzt entschieden, euch meine Neuzugänge aus den vergangenen Monaten Februar, März, April, Mai, Juni und Juli nicht mehr zu präsentieren. Ich habe lange mit mir gehadert, aber bin dann am Ende zum Entschluss gekommen, es macht für mich keinen Sinn, denn ich habe vor allen Dingen auch aus den genannten Monaten alle Filme schon verstaut und verpackt, und diese jetzt wieder rauszusuchen und zusammenzustellen, welche ich denn in den jeweiligen Monaten gekauft habe, wäre sehr mühselig. Und da habe ich mir denn gesagt: Komm, lässt du das sein. Du hast für deine Abonnenten und Zuschauer auf YouTube genug Content, was du denen präsentieren kannst, was ich jetzt auch machen möchte. Und deswegen habe ich das jetzt ja, ausgelassen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ihr mir das auch nicht allzu böse nimmt. Aber wie gesagt, es kommt jetzt auch einiges Neues auf euch zu, wie auch hier die Neuzugänge von den letzten 3 Monaten aus dem Monat August, September und Oktober. Da ist einiges dazugekommen. Und was ich euch auch noch versprechen kann, ist, ich werde euch mein Update von meiner DTM-Bestellung noch präsentieren und auch mein großes Update von meiner Medienversand.at Bestellung. Wann ich diese Videos dann euch allerdings zur Verfügung stelle, kann ich euch leider nicht sagen. Aber ich hoffe, dass ich es jetzt in den nächsten 2 bis 3 Wochen auf die Reihe kriege, dass ich sie abdrehen kann und euch dann auch zeitnah zur Verfügung stellen werde. So mal ein kleiner kurzer Einblick, wieso, weshalb, warum der Filmpart jetzt für eine längere Zeit in Anführungsstrichen weg war von YouTube. Aber ich hoffe, dass ihr euch genauso freut, wie ich mich freue, dass ich wieder zurück bin. Und deswegen, ich habe mich versucht, ein bisschen zu erklären, damit ihr auch ein bisschen Bescheid wisst, warum ich denn ja, für eine gewisse Zeit nicht mehr auf YouTube war. Und wie ihr sehen könnt, der Filmpate ist nicht tot zu kriegen, er lebt immer noch. Und wie sagt man so schön, was einem nicht umbringt, macht einen härter. Und das ist auch die Wahrheit. Ich hoffe natürlich, dass sich alles noch zum Positiven auch für mich wendet. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch wieder genug geredet. Das Eigentliche ist ja hier die Vorstellung meiner Neuzugänge von den letzten 3 Monaten. Kann euch dabei nur noch viel Spaß wünschen. Ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere Titel für euch auch heute wieder hier mit am Start sein wird. Würde mich natürlich auch wieder darüber freuen, wenn der ein oder andere von euch dann am Ende des Videos unten seine Anregungen in die Kommentare klatschen würde. Was hat euch gefallen? Was hat euch vielleicht nicht gefallen? Was ich noch erwähnen möchte, ist, ich bin hier halt in einer neuen Location. Ich drehe nicht mehr die Videos wie bei der alten Location. Vielleicht fällt euch das ein bisschen auf. Ich weiß es nicht. Aber halt, ich merke, dass es ein bisschen dunkler ist. Ich kriege das leider jetzt nicht heller hin. Bitte entschuldigt dies, dass die Qualität nicht so gut eventuell sein kann wie bei den vorangegangenen Videos von mir. So, jetzt habe ich aber wirklich genug geredet hier. Jetzt kann ich euch nur noch viel Spaß mit dem folgenden großen Update von den letzten 3 Monaten August, September und Oktober wünschen und fange auch gleich an mit dem ersten Titel aus dem Monat August. Und zwar ist das aus der Asia oder Asia Line: Chang Fu, der Todesengel.
Todeshammer. Hier Volume 1, also quasi der erste Titel aus dieser Kollektion, die mittlerweile schon, glaube ich, 22 oder 23 Titel nach sich gezogen hat. Alle habe ich aber noch nicht, aber ich werde definitiv diese Reihe hier dann auch komplettieren. Ich finde, das ist eine ganz schöne Kollektion hier. Gesehen habe ich leider noch keinen einzigen Film aus dieser Reihe, aber was das Filmeschauen angeht, habe ich sowieso zurzeit nicht wirklich die ganz große Lust wegen den ganzen Ereignissen, die hier noch um mich herum passieren. Aber ich hoffe, dass auch die Lust des Filmschauens bei mir irgendwann wiederkommt. Das war Chang Fu. Dann als nächstes ein weiterer Titel aus der Asia- oder Asia-Line, und zwar hier Der Tiger mit der Todeskralle. In diesem Fall ist dieser Titel hier limitiert auf 1000 Stück. Das ist die Volume Nummer 5 und ich habe die Limitierungsnummer 254. Auch diesen Titel kenne ich leider noch nicht und muss mir den dann auch noch anschauen. Das Cover gefällt mir hier übrigens sehr gut. Habe ich keine Einwände. So, dann als nächstes kommen wir zu einem Film aus der Godzilla Monster Kollektion. Und zwar hier der Titel Godzilla, das Ungeheuer aus der Tiefe. Hier Volume 6 ist, glaube ich, die Erstauflage, wenn mich das nicht täuscht. Was ich auch so gehört habe, beziehungsweise mitbekommen habe, ist, dass halt aus dieser Filmreihe die Bildqualität nicht allzu gut sein soll. Aber hier auch in diesem Fall bilde ich mir dann meine eigene Meinung. Den Film muss ich mir auch unbedingt mal wieder angucken. Ist auch schon, ich glaube, mindestens 10 Jahre her, wo ich ihn das letzte Mal gesichtet habe. Dann kommen wir zu einem weiteren Titel, den ich fast genauso lange schon nicht mehr gesehen habe, aus der Godzilla Monster Kollektion. Und zwar hier Aliens Monster des Grauens greifen an. Leider hier nicht mehr OVP, aber in einem wirklich hervorragenden Zustand. Auch hier, glaube ich, ist das die Erstauflage. Ich merke diese alten Monster-Klassiker, wo noch Handmade ganz groß geschrieben wurde. Ich habe nichts gegen CGI, aber wenn mich jemand fragen würde, für was würdest du dich entscheiden, würde ich definitiv auf Handmade zurückgreifen. Das war Aliens Monster des Grauens greifen an. Dann als nächstes kommen wir zu einer Box, was ich so auch noch gar nicht vorgestellt habe, aber ich bin da jetzt auch dabei, diese zusammen, vor allen Dingen, also eigentlich nur die alten Kämpfe, und zwar geht es hier um die alten WWF-Kämpfe. Hier die Box Unreleased Never Before Seen Matches von 1986 bis 1995. Diese Box beinhaltet 3 Discs. Ich habe da auch schon reingeschaut und es gefällt mir wirklich sehr gut. Ich war ja in der Vergangenheit ein ganz großer Wrestling-Fan, also aus den Ende der 80er bis Ende der 90er Jahren. Dann gefiel mir das alles nicht mehr so gut und habe das dann auch nicht mehr geschaut. Aber ich bin jetzt dabei, mir die ganzen alten Kämpfe hier auf den jeweiligen DVDs dann zuzulegen. Wer auch großer Wrestling-Fan ist und diese Box hier noch nicht in der Sammlung hat, ist auch auf alle Fälle eine klare Kaufempfehlung von mir hier. Dann als nächstes kommen wir zu The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Hier unter anderem in den Hauptrollen Sam Elliott, ist ja auch ein hervorragender Schauspieler, wie ich finde. Durch YouTube bin ich da auch hier aufmerksam geworden auf diesen Film und fand ich auch sehr interessant. Und da habe ich mir den jetzt einfach mal auch blind in die Sammlung geholt. Und da ich Sam Elliott eh als Schauspieler auch sehr schätze und bei ihm eigentlich nichts falsch machen kann, habe ich mir den jetzt, wie gesagt, einfach mal in die Sammlung geholt. Und der Titel hat mich auch angesprochen. Das Ganze ist von Cape Light, davon gibt es ja auch ein Mediabook. Aber hier in diesem Fall hat mir die normale DVD Amaray völlig ausgereicht und freue mich auch hier in diesem Fall schon auf die Erstsichtung. Dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler und das ist kein geringerer als Clint Eastwood hier in The Mule, das Maultier. Auch ein absolut klasse Film von und mit Clint Eastwood. Zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, 92 oder 93 Jahre alt, aber auch hier wirklich wieder hervorragend abgeliefert, die Rolle, und auch glaubwürdig. Ist nicht umsonst mein Lieblingsschauspieler. Wer diesen Film von euch noch nicht gesehen hat, ist auch eine klare Empfehlung vom Filmpaten. So, dann als nächstes kommen wir zu einem Film, den ich schon ganz oft in einem Update bei euch jeweiligen YouTubern gesehen habe und auch sehr neugierig war und auch schon eine Weile auf meiner Liste stand. Jetzt kann ich da auch endlich ein Häkchen machen. Und zwar geht es hier um Happy Death Day. Der ist ja in aller Munde. Der soll ja richtig positiv sein, der Film. Also ich habe da bis jetzt keine negative Resonanz hören können und freue mich auch hier schon auf die
Erstsichtung. Wie ihr sehen könnt, ist halt ziemlich dunkel. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut erkennen. Bitte entschuldigt das, denn ich bin hier halt noch ein bisschen am Testen. Ja, und hoffe natürlich, dass es irgendwann mal hier auch mit den Lichtverhältnissen besser wird. Das war Happy Death Day. Dann als nächstes kommen wir zu einem weiteren Lieblingsschauspieler von mir und das ist Roger Moore, der ja auch leider schon verstorben ist, und zwar hier in Hermetico, die unsichtbare Region, hier in einem schönen Pappschuber noch drinne. Das Cover gefällt mir übrigens auch sehr gut. Was mich allerdings ein bisschen stört, ist, dass der FSK-Aufkleber hier leider auf dem Pappschuber direkt aufgeklebt wurde und nicht auf der Folie. Da müssen Sie sich irgendwann mal was einfallen lassen, denn es geht halt immer schwer ab und da muss man wirklich vorsichtig sein, dass man da auch den Pappschuber dann nicht beschädigt. Zu diesem Film kann ich ja auch leider noch nichts sagen, da es einer von den wenigen Filmen ist von Roger Moore, den ich bis dato noch nicht gesichtet habe. Das war Hermetico. Dann als nächstes kommen wir zu einem Horrorfilm aus den 70er Jahren. Und zwar hier ist das Die Nacht der Vogelscheuche. Richtig geiles Cover und auf diesen Film bin ich aufmerksam geworden durch ein Update vom lieben Kaktuscheck von Kaktuscheck's Filmarena. Schöne Grüße gehen raus an dich. Und ich fand das sehr vielversprechend, sehr ansprechend und da habe ich mir den auch direkt denn gleich in die Sammlung geholt und freue mich auch hier dann auf die Erstsichtung. So, dann als nächstes kommen wir zu einem absoluten Klassiker mit Richard Chamberlain und Tony Curtis. Und zwar hier Der Graf von Monte Cristo. Auch ein klasse Drama, auch eine klare Empfehlung von mir. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken für diejenigen von euch, die diesen Film hier noch nicht kennen. Hier in der schönen alten Erstauflage von Eurovideo. Ist auch nicht mehr OVP, da ich mir diesen Film vor kurzem mal wieder seit längerem angeguckt habe und war immer noch begeistert wie damals bei der Erstsichtung. Ist definitiv eine klare Empfehlung, diesen Film hier mal anzugucken. Er sollte euch definitiv gut unterhalten. Dann als nächstes kommen wir zu einem Horrorfilm und zwar hier Exists, die Bigfoot-Legende lebt. Hat ja auch schon der eine oder andere YouTuber von euch vorgestellt gehabt in den jeweiligen Updates und da bin ich auch neugierig geworden und soll ja einer der besten Bigfoot-Filme überhaupt sein und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das wirklich dann der Wahrheit entspricht. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden. Nur wenn der Film mir nachher nicht gefällt, heißt das ja nicht, dass er denn generell schlecht sein muss. Aber ich bilde mir hier auch in diesem Fall dann meine eigene Meinung und bin hier auch schon gespannt und freue mich auf die Erstsichtung. So, dann als nächstes kommen wir zu einem Mafia-Thriller und zwar hier Miller's Crossing. Hier in der FSK 18er Fassung. Es gibt ja auch noch eine geschnittene Fassung. Ich habe bei Schnittberichte geguckt und laut Schnittberichte ist dieser Film hier ungekürzt und freue mich auch hier dann auf die Erstsichtung. Ist auch noch die schöne alte Erstauflage und ja, freue mich auch, dass ich diesen Film jetzt hier endlich in meiner Sammlung habe. So, dann kommen wir als nächstes zu einem Klassiker und dann noch zu einer Spezialedition und zwar zu der Tape Edition. Hier in diesem Fall der Weiße Hai mit dem alten Retro-Kinoplakat, was mir wirklich sehr gut gefällt. Was mir halt nicht so gut gefällt, ist, was zu 90% meiner Tape-Editionen bzw. VHS-Retro-Editionen der Fall ist, ist, ihr hört es, die Disc ist hier komplett lose und fliegt hier hin und her. Das gefällt mir gar nicht gut. Und dass die das nicht per Hand festmachen, die Disc, gut, ist es wahrscheinlich wegen der Zeit. Aber das ist halt wirklich für mich persönlich, aber ich denke mal auch für euch ärgerlich, wenn immer die Disc hier hin und her fliegt. Was ich auch nicht so toll finde an den Tape-Editionen ist, dass man hier 25 Euro für bezahlt. Gut, jetzt kann man sagen, ich bin ja selber schuld, ich muss es ja nicht kaufen. Das ist völlig richtig. Aber ich wollte die halt unbedingt in meiner Sammlung haben und musste da denn dadurch in den sauren Apfel beißen. Ich werde mir definitiv keine weiteren Tape-Editionen bis auf E.T., der Außerirdische, noch holen. Aber das war es dann auch. Denn 25 Euro für eine Disc und ich glaube noch ein Poster ist hier drin, ist mir wirklich ein bisschen zu happig. 20 bzw. ja, zwischen 15 und 20 Euro sollte es eigentlich auch ja, machen. Also 25 Euro ist wirklich schon ein bisschen happig. Das Ganze ist ja auch limitiert auf 1111 Stück. Das könnt ihr hier leider jetzt nicht sehen. Und in diesem Fall habe ich die Nummer 722. So, dann ein weiterer Titel aus der Tape Edition und zwar hier Zurück in die Zukunft. Auch ein absoluter Klassiker. Übrigens, das
FSK-Logo ist hier auf der Folie aufgeklebt. Das ist, wie gesagt, sehr positiv. Das Ganze ist ja auch limitiert und wie ihr jetzt gleich sehen werdet, beziehungsweise hören werdet, ja, die Disc ist hier auch lose drin. Und hier auch wieder in dem Fall limitiert auf 1111 Stück und ich habe die 409. Aber auch ein absoluter Klassiker, der in keiner Filmsammlung fehlen sollte. Das war Zurück in die Zukunft. So, dann als nächstes kommen wir zu einem Mediabook aus dem Hause ATV Entertainment. Und zwar hier The Devil's Rock. Den Film kenne ich auch leider noch nicht zu meiner Schande. Aber bin hier auch schon auf die Erstsichtung gespannt. Sieht auf alle Fälle sehr interessant schon mal aus. Auch hier wieder ziemlich dunkel. Ich hoffe, ihr kennt das oder ihr erkennt das recht gut. So, dann ein weiteres Mediabook, diesmal aus dem Hause Cape Light und zwar Heaven's Gate oder Heaven's Gate, so, Entschuldigung, mit Kris Kristofferson und Christopher Walken unter anderem in den Hauptrollen hier. Ein wirklich klasse Mediabook wieder hier aus dem Hause Cape Light und man sieht hier anhand Cape Light, es geht auch unter 30 Euro. Ich habe für dieses Mediabook jetzt hier 16 Euro bezahlt. Standard ist ja meistens so 20 Euro bei Cape Light und ist wirklich auch hier richtig gut bepackt mit drei Discs, einer DVD und zwei Blu-rays mit dem Director's Cut und dann noch dem Recut. Und die Qualität ist auch wirklich hervorragend und da sieht man mal, es geht wirklich auch unter 30 Euro und dass man hier auch ein vernünftiges Mediabook ab 20 Euro dann auch kaufen kann und nicht wie bei den meisten Händlern von 30 bis 35 Euro. Zu den Filmen kann ich euch leider noch nichts sagen, da ich diesen auch noch nicht gesichtet habe. Freue mich hier definitiv aber auch auf die ersten Sichtung. Geht ja auch ziemlich lange, über 2 Stunden geht der Film. So, dann kommen wir zum letzten Titel für den Monat August, auch wieder in einem Mediabook und zwar hier Terror Vision aus dem Hause Wicked Vision mit einem richtig geilen Cover, wie ich finde. Und zwar ist das hier das Cover B. Das Ganze ist limitiert auf 333 Stück. Welche Limitierungsnummer jetzt dieses Mediabook, was ich hier euch gerade zeige, hat, kann ich euch leider nicht sagen, da hier keine Limitierungsnummer angezeigt wird. Auch diesen Film kenne ich noch nicht. Ich freue mich aber auch hier in diesem Fall schon auf die Erstsichtung. So, das war meine Ausbeute für den Monat August. Dann werden wir auch gleich rüberspringen zu meiner Ausbeute aus dem Monat September. Da ist es nicht allzu viel geworden, da ist es relativ übersichtlich. Und da fange ich auch gleich an mit dem ersten Titel und zwar mit dem leider kürzlich verstorbenen Rutger Hauer hier in Split Second. Den Film kenne ich leider auch noch nicht. Soweit mir bekannt ist, gibt es davon ein Mediabook aus dem Hause 84 Entertainment, bin mir da aber nicht zu 100% sicher. Aber auch hier in diesem Fall hat mir die normale DVD Amaray völlig ausgereicht. Das war Split Second mit Rutger Hauer. Dann als nächstes kommen wir zu einem Horrorfilm, den ich auch noch nicht kenne. Und zwar hier Don't Breathe. Kann ich euch, wie gesagt, auch leider noch nichts sagen. Aber ich fand das Cover sehr interessant. Und den habe ich dann auch für einen schmalen Taler mitgenommen. Und bin da jetzt mal gespannt, was mich dann hier erwartet. So, dann als nächstes kommen wir zu einem weiteren Thriller. Und zwar hier, die Mehrheit von euch dürfte ihn kennen oder die ganze Reihe kennen. Hat ja mehrere Titel nach sich gezogen. Und zwar hier der erste Teil Paranormal Activity. Ist mir auch völlig unbekannt. Ich habe mir den aber jetzt auch einfach mal in die Sammlung geholt, da ich da auch überwiegend nur Positives gehört habe und bin da jetzt mal gespannt, was mich auch hier erwartet. Sollte mir der Film zusagen, werde ich, denke ich mal, auch die jeweiligen anderen Titel, sofern sie mir dann auch weiterhin gefallen, in die Sammlung holen. So, dann als nächstes kommen wir zu einem Historiendrama und zwar hier meine Tochter Anne Frank. Ich mag ja die Thematik von den oder aus den Jahren 1933 bis 1945. Und ich denke mal, die Mehrheit von euch wird auch Anne Frank kennen mit ihren berühmten Tagebüchern. Es gibt ja mehrere Verfilmungen von ihr. Diesen kenne ich hier leider noch nicht und freue mich auch hier, den endlich jetzt in meiner Sammlung zu haben und auch auf die Erstsichtung. So, dann als nächstes kommen wir zu einer Komödie und zwar hier Freckes.
Der freche Kavalier, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, unter anderem hier mit Louis de Funès, auch einer meiner Lieblingsschauspieler. Den Film kenne ich auch mit ihm noch nicht. Muss ich mir auch noch angucken, hier in der Uncut-Version. Bin ich auch mal gespannt, was mich da erwartet. Jetzt kommen wir zu einer richtig, richtig geilen Hammer-Serie direkt aus Italien. Und zwar hier der vierten Staffel von Gomorra. Kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Ist eine Top-Mafia-Serie. Die braucht sich auch gar nicht zu verstecken hinter Breaking Bad. Also ist wirklich richtig klasse. Von vorne bis hinten spannend. Es kommt keine Langeweile auf. Also zumindest ist das meine Meinung. Also die kann man wirklich wegsuchten innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Diese vierte Staffel kenne ich jetzt leider noch nicht, aber freue mich da jetzt definitiv auch, dass ich mir die jetzt zeitnah angucken werde und ist eine dicke Empfehlung vom Paten. Wer die von euch noch nicht kennt, unbedingt mal reinschauen. Eine richtig klasse Mafia-Serie aus Italien und die Mafia hat ja auch ihren Ursprung aus Italien. Besser gesagt aus Sizilien, aber ist ja Italien und also kann ich wirklich Ihnen ans Herz legen. Und der die Thematik hier auch interessant findet von euch, was Mafia angeht, ist definitiv ein Muss. Eine klare Empfehlung. So, und jetzt kommen wir schon zum letzten Titel für den Monat September und das ist ein Steelbook und zwar hier aus dem Hause Marvel Studios und zwar Avengers Endgame. Hier in der 3D-Version. Ihr habt ja in den vergangenen Updates schon gesehen gehabt, also mitbekommen, dass ich schon einige Marvel-Titel hier in der 3D-Fassung vorgestellt habe. Freue mich, dass ich diesen jetzt hier auch endlich in meiner Sammlung habe. Einige sagen ja, das ist überhaupt nicht ihr Fall gewesen. Dann sagen andere wieder, das ist der beste Avenger-Film, also der beste Titel aus den 4 Filmen, die ja bis jetzt die Reihe vorgebracht hat. Und ich kann dazu, wie gesagt, leider noch nichts sagen, da ich diesen noch nicht gesichtet habe, aber freue mich auch hier in diesem Fall auf die Erstsichtung. Das war Avengers Endgame aus dem Hause Marvel Studios. So, damit ist auch schon das Monatsupdate vom September abgearbeitet und wir springen direkt weiter zum Monat Oktober und fangen auch mit dem ersten Titel gleich an und zwar eine Buchverfilmung von Stephen King und zwar geht es hier um Der Nebel. Da sind ja auch einige Mediabooks von Birnenblatt rausgekommen. Ich kenne zu meiner Schande diesen Film auch noch nicht, aber der ist ja auch sehr hoch gelobt worden und da freue ich mich hier auch schon auf die Erstsichtung. So, dann als nächstes kommen wir zu einem Horrorfilm, auch aus den 70er Jahren, aus dem Hause X-Rated. Hier das Ganze, und zwar Death Ship, das Original, verflucht in aller Ewigkeit. Was das Schöne hier dran ist, dass es hier auch ein Wendecover gibt. Davon gibt es ja auch ein Mediabook und eine Hardbox, soweit ich mich nicht irre. Aber auch hier in diesem Fall hat mir die normale Amaray DVD völlig ausgereicht. Sieht auf alle Fälle sehr interessant aus und freue mich auch hier dann auf die Erstsichtung. Das war Death Ship. Dann als nächstes kommen wir zu einem weiteren Horrorfilm, diesmal ein Creature Feature und zwar Piranhas 2, die Rache der Killerfische mit einem richtig schönen Retro-Cover, wie ich finde. Hat auch ein Wendecover an Bord. Muss ich mir auch mal wieder angucken, hier richtig lange nicht mehr gesehen. Dann als nächstes ein Werwolf-Horrorfilm und zwar Hole. Davon gibt es ja auch ein Mediabook, aber hier auch in diesem Fall hat mir die normale Amaray völlig ausgereicht. Das Ganze ist auch wieder von Cape Light, vielleicht erkennt man das ja hier so ein bisschen. Und ja, bin hier auch gespannt auf die Erstsichtung. Hat ja auch schon der ein oder andere von euch auf YouTube vorgestellt gehabt. So, jetzt als nächstes kommen wir wieder zu einem Historienfilm und zwar hier die Emser-Depesche. Vielleicht erkennt der ein oder andere von euch denjenigen hier, also jetzt nicht gerade den Schauspieler, aber
wen dieser hier darstellt. Und zwar ist das Otto von Bismarck. Und in diesem kurzen Film hier geht es um die, wie gesagt, Emser-Depesche. Das ist ein Regierungsschreiben bzw. ein Telegramm von einem deutschen Diplomaten an Otto von Bismarck. Wie gesagt, durfte der eine oder die Mehrheit von euch durfte Otto von Bismarck mit Sicherheit kennen. Und zwar hat dieser Diplomat Otto von Bismarck ihm per Telegramm mitgeteilt über die Ereignisse in Bad Ems. Und Otto von Bismarck wollte, ich bin der Meinung, ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber er wollte halt eigentlich Krieg mit Frankreich führen. Er hat dieses Schreiben noch ein bisschen umgestaltet, zu seinen Gunsten, und hat dies dann an eine Presse weitergeleitet. Diese Presse hat das dann veröffentlicht und die Franzosen haben das natürlich gelesen. Die waren überhaupt gar nicht begeistert davon und man sagt, dass dies dann zum Ausbruch des Deutsch-Französischen Kriegs führte, wo Deutschland dann als Sieger hervorging, der 1871 dann vonstatten ging und Deutschland, wie gesagt, als Sieger da dort hervorging und am 18.01.1871 wurde dann im Spiegelsaal von Versailles das deutsche Kaiserreich ausgerufen. Also das ist so hier die Thematik, also die Vorgeschichte vom Deutsch-Französischen Krieg. Und wer von euch ein bisschen geschichtsbewusst ist oder dieses Thema halt interessant findet, sollte sich diesen Film auch unbedingt mal angucken. Der geht auch nicht allzu lange, der geht 60 Minuten, also ja, ist ziemlich schnell runtergeschaut und auch sehr interessant und für alle Geschichtsbewussten von euch definitiv eine klare Empfehlung, den sich hier mal anzugucken. Das war die Emser-Depesche. So, dann als nächstes kommen wir wieder zu einem Creature-Feature, wenn mich das nicht täuscht. Ja, genau, und zwar hier The Cave, kenne ich auch leider noch nicht, die Erstauflage, was ich nicht verstehe, dass sie den nochmal neu eingeschweißt haben, denn das FSK-Logo hier ist direkt auf der DVD raufgeklebt worden, nachträglich, und nicht auf die Folie hier. Wie ihr hier hinten sehen könnt, hier ist noch das alte FSK-Logo hinten drauf, also es ist die Erstauflage bzw. die Altauflage. Zu dem Film kann ich euch leider auch noch nichts sagen, da ich diesen noch nicht gesichtet habe. Auch hier, wie ihr sehen könnt, wieder ziemlich dunkel, aber ich hoffe, dass ihr auch hier in diesem Fall es gut erkennen könnt. Bitte entschuldigt diese Lichtqualität von mir hier. Aber ich versuche, dass ich da irgendwie Besserung reinkriege. Ich muss natürlich noch gucken, wie ich das am besten mache. So, dann als nächstes kommen wir zu einem Science-Fiction-Schocker. Und zwar hier The Thing, das aus dem Jahre 2011. Das Original ist ja aus dem Jahre 1951. Dann gab es ja noch ein Remake vom Original. Das war ja von John Carpenter aus dem Jahre 1982. Und dieser hier aus dem Jahre 2011 soll ja die Vorgeschichte sein von John Carpenters Remake aus dem Jahre 1982. Kennt tue ich diesen Film noch nicht. Ich hatte mal vor einiger Zeit dort reingeschaut für 10, 20 Minuten. Fand ihn relativ interessant, aber habe den, ich weiß nicht warum, abgeschaltet. Aber für mich stand definitiv fest, dass ich diesen Film hier in die Sammlung hole. Jetzt habe ich ihn endlich in meiner Sammlung und werde mir den dann auch irgendwann mal dann angucken. Sieht auf alle Fälle auch hier sehr vielversprechend und interessant aus. Das war The Thing aus dem Jahre 2011. Jetzt kommen wir zu einer Komödie aus Deutschland und zwar hier Der Superstau. Hier ist übrigens noch, wie ihr sehen könnt, als extra der Soundtrack mit am Bord hier im schönen Pappschuber. Was ich halt nicht so schön finde, ist, dass das FSK-Logo hier direkt aufgedruckt wurde und nicht aufgeklebt. Hier, wie gesagt, im schönen Pappschuber. Habe ich vor Jahren mal im TV gesehen, hat mir sehr gut gefallen gehabt. Ist ja eine Komödie aus den 90ern. Und ja, bin da jetzt auf eBay durch Zufall drauf gestoßen und habe mir den dann für einen schmalen Taler auch sofort in die Sammlung geholt. So, dann als nächstes kommen wir zu einer weiteren Komödie mit Hulk Hogan. Und ja, ich weiß, das ist die gekürzte Fassung hier Mr. Babysitter, aber leider gibt es in Deutschland nur die gekürzten Fassungen, sei es die auf VHS oder halt auch die hier auf DVD von Pest Entertainment, sage ich jetzt mal. Die sind ja bekannt dafür, dass sie die Filme sehr stark schneiden oder generell schneiden. Leider gibt es bis dato, ist mir zumindest unbekannt, keine vernünftige VÖ, wo es nicht gekürzt ist. Das Einzige, was ungekürzt ist und uncut ist, ist halt die deutsche US-Version. Aber ich wollte diesen Film hier unbedingt in meiner Sammlung haben und mir ist halt bewusst, dass die halt etwas gekürztes
Aber ich kann darüber hinwegsehen, weil mir gefällt der Film auch so. Mir ist es damals nicht aufgefallen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es war schon eine Weile her, wo ich den gesehen habe. Aber trotzdem musste dieser hier unbedingt in meine Sammlung und ist auch die Erstauflage, soweit mir bekannt ist. Das war Mr. Babysitter. So, dann als nächstes kommen wir zu einem alten Zeichentrick-Klassiker. Und zwar hier die Welt in 10 Millionen Jahren. Ihr seht jetzt wieder, jetzt ist es wieder ein bisschen heller. Vielleicht liegt es daran, wenn die DVD dunkel ist, dann wird das Licht auch ein bisschen dunkler. Also ihr seht, jetzt ist es wieder ein bisschen heller. Das ist positiv. Auf diesen Film bin ich auch aufmerksam geworden durch einen von euch YouTubern und zwar durch den Filmangler. Der hat den auch mal in einem seiner Updates präsentiert gehabt und fand ich auch ganz interessant. Und da habe ich mir den jetzt auch einfach mal hier blind in die Sammlung geholt. Und da ich ja eh großer Fan von den ganzen alten Zeichentrickfilmen bin, musste dieser hier dann logischerweise auch in meine Sammlung wandern. So, dann als nächstes kommen wir zu einer französischen Komödie und zwar hier Bourdieu. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. In den Hauptrollen unter anderem Gérard Depardieu. Hier auch in der schönen alten Erstauflage. So muss das sein, wenn der Flatschen hinten drauf ist und nicht so fett vorne drauf gebappt ist. Ja, aber da freue ich mich auch hier den endlich in der Sammlung zu haben und auf die Erstsichtung. So, dann als nächstes kommen wir zu einer Zeichentrickreihe und zwar hier Sancho und Pancho. Vielleicht kennt es ja einer von euch, das ist eine Zeichentrickserie, eine US-Zeichentrickserie aus den Jahren 1969 bis 1972, hat 17 Episoden nach sich gezogen. Eine Episode geht zwischen 6 und 7, zwischen 6 und 7, zwischen 5 und 6 Minuten. Kann man sich übrigens auch alle, soweit mir bekannt ist, auf YouTube angucken. Ich habe jetzt für diese DVD hier sage und schreibe 22 € bezahlt, aber ist auch ziemlich rar. Ich habe auf Amazon geguckt gehabt und dort wird die mittlerweile bei 30 € gehandelt. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch der Fall ist, aber da, wo ich das letzte Mal vor 2 Wochen geguckt hatte, wurde diese mit 30 € datiert. Und ja, gut, 22 € ist auch ein ziemlicher, ja, ziemlich happig. Geht insgesamt 101 Minuten. 17 Episoden sind hier, wie gesagt, drauf. Und freue mich aber hier jetzt, dass ich diese Zeichentrick-Klassiker hier endlich in meiner Sammlung habe. Solltet ihr unbedingt mal reinschauen, ist ganz lustig, die kleinen Kurzgeschichten, wer von euch diese noch nicht kennt. Das war Sancho und Pancho. So, dann kommen wir als nächstes zu einem Hongkong-Action-Thriller und zwar hier Left Under the Sun. Auch ein richtig klasse Action-Thriller. Den hatte ich ja damals noch zu VHS-Zeiten gehabt. Dort wird die FSK-Freigabe ab 16 geführt, hier ab 12. Ich habe mich aber erkundigt bei Schnittberichte und dort heißt es, dass diese Freigabe hier, also mit der FSK-Freigabe hier, diese Fassung auch ungeschnitten sei. Und freue mich da jetzt auch, dass ich diesen hier endlich in der Sammlung habe. Wer von euch diesen noch nicht kennt, ist ja eher etwas unbekannter, der Film hier. Unbedingt mal anschauen, ist auch von mir eine klare Empfehlung. So, jetzt als nächstes kommen wir zu einer Nova-Box oder wie man das auch nennt, so Art, wie nennt man das, Future Pack auch. Und zwar hier unter anderem in den Hauptrollen Frank Sinatra. Ich denke mal, der ein oder andere wird den mit Sicherheit erkennen. Hier in Von Ryan's Express ist ja ein Kriegsfilm, hier in der Limited Edition, wie ihr sehen könnt, Blu-ray. Sieht auch ganz schick aus. Das Ganze ist limitiert. Wie hoch die Limitierung ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe hier die Nummer 798, wie ihr vielleicht jetzt erkennen könnt. Das war von Ryan's Express. So, dann als nächstes kommen wir zu einem Steelbook. Und zwar hier Iron Sky. Der zweite Titel hier, The Coming Race. Ich finde das Cover eigentlich richtig klasse hier, wie Adolf Hitler auf dem T-Rex drauf sitzt. Was ich halt bisschen bemängle, ist, dass es ziemlich dunkel gehalten ist. Hätten sie vielleicht ein kleines Stückchen heller machen können. Den ersten Teil fand ich ja auch schon sehr interessant, hat mich auch relativ gut unterhalten und daher musste auch unbedingt der zweite Teil dann hier in die Sammlung. Den zweiten Teil habe ich mir jetzt, wie gesagt, hier in den Blu-ray-Steelbook geholt, weil mir das Blu-ray-Steelbook hier wirklich eigentlich, bis auf, dass es etwas zu dunkel ist, wirklich sehr gut gefällt und freue mich da auch hier dann auf die Erstsichtung.
So, dann als letztes, also von den Steelbooks, kommen wir zu einem animierten Zeichentrickfilm, den ich auch leider noch nicht kenne, aber es ist ja jetzt bald Weihnachten und da macht es dann, denke ich mal, noch mehr Spaß, diesen zu gucken. Und zwar hier der Grinch in einem wirklich richtig schönen Steelbook, wie ich finde. Gesprochen wird der Grinch hier von Otto Waalkes. Und ja, bin mal gespannt hier, was mich dann hier bei der Erstsichtung erwartet. Freue mich auf alle Fälle schon drauf und werden wir den definitiv über die Weihnachtsfeiertage dann angucken. So, als letztes kommen wir noch zu einer großen Hardbox und zwei Mediabooks und dann fange ich auch gleich an mit der großen Hardbox aus dem Hause Nameless und zwar hier Slaughterhouse. Das Ganze ist hier limitiert auf 66 Stück und ich habe die Nummer 54. Was ich besser hätte gefunden, wäre, wenn das hier das Vordercover wäre, also das Frontcover wäre, weil das gefällt mir ein Stück weit besser, obwohl halt das jetzt auch nicht wirklich hier schlecht aussieht. Die Schrift hier ist übrigens auch gestanzt, also sieht wirklich auch richtig klasse aus. Zu dem Film kann ich euch leider auch noch nichts sagen, wie bei den meisten Filmen, die ich euch heute vorgestellt habe, da ich auch diesen hier noch nicht gesichtet habe. So, dann kommen wir als letztes zu den zwei Mediabooks und zwar zu dem ersten hier, unter anderem in den Hauptrollen Vincent Price in die Folterkammer des Hexenjägers. Ich bin ja jetzt auch dabei, die ganzen alten Schinken hier zusammen sammeln mit Vincent Price und Peter Cushing. Gibt ja auch jede Menge Filme, die dort rausgekommen sind, auch in Mediabooks von Anolis. Und da werde ich mir dann definitiv nach und nach die dann mir in die Sammlung holen. Auch hier in diesem Fall wieder kenne ich den Film noch nicht. So, und zu guter Letzt, um das Update vom Monat Oktober abzuschließen und somit auch das erste Video nach meiner längeren Pause, das letzte Mediabook und zwar hier das Gehirn in der Uncut-Fassung mit einem relativ schönen Cover, wie ich finde. Ist ja auch das einzige Covermotiv, was rausgekommen ist. Zu dem Film kann ich euch leider auch noch nichts sagen, aber hat ja auch schon der ein oder andere von euch vorgestellt gehabt in den jeweiligen Updates. Fand ich auch sehr interessant und hier die Bebilderung sieht auch sehr vielversprechend aus und freue mich hier auch auf die Erstsichtung. Das Ganze ist hier oder soll limitiert sein, steht ja hier oben auch, aber ich finde jetzt hier keine Limitierungsnummer, aber ihr wisst ja selber, habe ich auch schon oft genug mitgeteilt, dass mir die Limitierung eigentlich am Arsch vorbeigeht. Also von daher spielt das für mich nicht eine allzu große Rolle. So, meine lieben Filmfreunde, das soll es auch gewesen sein von meinem ersten Video nach dieser langen Pause. Ich hoffe natürlich, dass ich euch alle damit gut unterhalten konnte. Sorry nochmal für den einen oder anderen Verhaspler. Wie gesagt, das ist schon über ein halbes Jahr her, wo ich das letzte Video rausgehauen habe. Ich muss jetzt wieder ein Stückchen weit reinkommen. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch gut unterhalten. Was natürlich ich auch hoffe, ist, dass der ein oder andere Titel euer Interesse geweckt hat, den ihr vielleicht noch nicht kennt, wo ihr aufmerksam geworden seid, der vielleicht auf eure Wunschliste gelandet ist. Teilt mir das doch alles am Ende in die Kommentare mit. Wann das nächste Update bzw. das nächste Video kommt, kann ich euch jetzt nicht versprechen. Aber was ich versuche einzuhalten, ist, dass ich jetzt nicht noch einmal so eine lange Pause in Anspruch nehmen muss oder werde, wie es jetzt der Fall war. Und hoffe natürlich, dass jetzt in den nächsten 2 bis 3 Wochen dann auch das nächste Video-Update von mir kommen wird. Wie gesagt, teilt mir gerne eure Anregungen, alles unten in die Kommentare mit. Wer von euch mich noch nicht abonniert hat, würde ich mich auch über ein Abo von euch freuen. Das würde mir auch so eine gewisse Bestätigung geben, dass ich vielleicht doch gewisse Dinge hier richtig mache und dass es euch halt auch gefällt. Und ja, wie gesagt, ich kann euch jetzt nur noch einen schönen Restsonntag wünschen. Passt auf euch auf und das ganz Wichtigste natürlich ist, bleibt mir alle gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Filmpate. Bis dann. Ciao, ciao.